Unzapftes. Ah. Ja, auf den Herbstbeginn erstmal ein schönes Oktoberfestbier. Aber halt, Oktoberfestbier, darf ich das überhaupt so sagen oder setze ich mich hier gerade markenrechtlichen Ansprüchen aus? Darum geht es in unserem heutigen Video. Hallo, mein Name ist Kilian Kost und in unserer Kanzlei bin ich der Experte für das Wettbewerbs- und das Markenrecht. Und um Letzteres soll es heute wiederum gehen, wenn wir uns die Markenanmeldung zum Oktoberfest etwas genauer anschauen und euch aufzeigen, was es damit auf sich hat und welche Konsequenzen uns nun drohen. Ja, eigentlich würde dieser Tage das weltbekannte Münchner Oktoberfest stattfinden, wenn die Corona-Pandemie nicht zum zweiten Mal in Folge einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Das Oktoberfest hat es dann trotzdem in die Schlagzeilen der Medien geschafft, denn das IUIPO hat nach fast 5 Jahren Beratungszeit es fertiggebracht, die Bezeichnung Oktoberfest als Marke einzutragen. Ja, Deutschlands bekanntestes Volksfest, das Oktoberfest, hat es ins Markenregister geschafft, dann letztendlich doch. Nachdem zuvor einige Versuche fehlgeschlagen sind, hat das Europäische Markenamt nun mitgemacht und für die Landeshauptstadt München die Wortmarke Oktoberfest eingetragen. Was hat es damit auf sich? Dürfen jetzt irgendwie weltweit keine anderen Oktoberfeste mehr stattfinden? Was ist mit Merchandise, der zu der Bezeichnung Oktoberfest vielleicht ganz gerne vertrieben wird? Was sind die Konsequenzen? Was droht uns nun? Das wollen wir uns etwas genauer anschauen, steigen dafür dann aber erstmal ein und anzuschauen, was es mit der Markenanmeldung als solches denn auf sich hat. Ja, wer ein schönes Zeichen hat und das gerne für seine geschäftlichen Zwecke sichern möchte als Herkunftshinweis, der meldet eine Marke an. Er hat hier in Deutschland grundsätzlich 2 Optionen dafür. Er kann entweder eine nationale deutsche Marke beim DPMA anmelden oder er macht das Ganze gleich etwas internationaler für die gesamte EU beim IUIPO, dem europäischen Markenamt. Dafür wird eben eine Anmeldung eingereicht und ein Anmeldeverfahren dadurch in Gang gesetzt. Ja? Und das Markenamt prüft dann erstmal, sowohl im Fall beim DPMA als auch beim IUIPO, ob die Marke überhaupt eintragungsfähig ist, prüft nicht, ob relative Schutzhindernisse bestehen, also prüft nicht, ob ältere Markenrechte Dritter bestehen, das interessiert das Markenamt nicht. Es wird aber geprüft, ist die Marke als solches eintragungsfähig. Wenn das Markenamt das bejaht, wird die Marke veröffentlicht und im Falle beim DPMA sogar schon direkt eingetragen. Daran anschließt sich dann aber eine 3-monatige Widerspruchsfrist. Beim IUIPO ist das im Grunde genauso, nur dass dort die 3-monatige Widerspruchsfrist nach der Veröffentlichung und damit vor der Eintragung erstmal zu laufen beginnt. Wenn ich das also überstanden habe, wird meine Marke dann in beiden Fällen eingetragen im Register und dann habe ich erstmal 10 Jahre lang Ruhe, denn so lange ist die Schutzdauer in beiden Fällen, bei beiden Markenämtern, habe ich dann also den Schutz und kann den zum Ablauf der jeweiligen Schutzdauer ein weiteres Mal verlängern, so oft ich will, jeweils um 10 Jahre, kostet dann wieder ein bisschen was, aber so kann ich dann mein Markenrecht etablieren und weiterhin besetzen. Beim Europäischen Markenamt IUIPO werden jedes Jahr rund 135.000 Marken angemeldet. Eine EU-Marke, wie der Name schon sagt, oder Unionsmarke, gilt im gesamten Geltungsbereich der EU. Wenn also EU-Staaten dazukommen, gewinnt meine Marke sogar noch an Schutz. Wenn sie etwas schrumpft, wie im Fall des Brexits, verliere ich also ein bisschen an Schutz. Ja, an sich aber eine tolle Sache. Ja, nachdem die Stadt München zunächst beim DPMA, also dem Deutschen Patent- und Markenamt, mit der Anmeldung einer Wortmarke Oktoberfest gescheitert ist, hat die Landeshauptstadt dann den Versuch unternommen, das Gleiche beim IUIPO durchzuführen. Das ist möglich. Ja, beide Markensysteme stehen parallel nebeneinander. Eine EU-Marke gilt zwar in Deutschland wie eine hier national angemeldete Marke, allerdings sind beide Markenämter jetzt nicht auf die Entscheidungs- und Eintragungspraxis des jeweils anderen Amtes festgelegt. Ja? Also das, was beim DPMA nicht funktioniert, das war im Falle der Oktoberfest-Wortmarke der Fall, das wurde zurückgewiesen, weil gesagt wurde, das ist so unterscheidungsschwach, das ist quasi ein Gattungsbegriff, das ist freihaltebedürftig, muss jeder nutzen können. Darauf ist das IUIPO nicht festgelegt und es hat ein bisschen gedauert. Es wurde offenbar und sehr offensichtlich sehr viel diskutiert über Jahre hinweg. Ja? Die Anmeldung fand schon im Jahr 2016 statt beim Europäischen Markenamt. Dann hat es bis dieses Jahr, also bis 2021,
gedauert, bis dann wirklich die Marke veröffentlicht wurde. Diese Zeit wurde offenbar zum regen Argumentenaustausch genutzt. Allerdings am Ende steht jetzt die Eintragung der Marke Oktoberfest ins Register des IOIPO. Und die wollen wir uns etwas genauer anschauen jetzt. Ja, am Ende kann es also der Stadt München egal sein, was das DPMA dann mal entschieden hat. Jetzt hat es ja die Marke und die Marke ist relativ umfassend eingetragen worden in insgesamt 22 Waren- und Dienstleistungsklassen. Das wisst ihr oder die stetigen Verfolger unseres Kanals wissen das. Es gibt Waren- und Dienstleistungsklassen, die sogenannten Nizza-Klassen, mit denen ich quasi den Schutzbereich einer Marke zusammenbaue, wie so ein Baukastensystem. Und je mehr Schutz ich haben möchte, desto mehr dieser Klassen benötige ich. Innerhalb der Klassen muss ich dann aber nochmal genauer auch definieren, welche konkreten Waren oder Dienstleistungen ich denn eigentlich jetzt mit meiner Marke beanspruche. Also damit definiere ich also den Schutzbereich und die Stadt München hat das sehr umfassend gemacht, 22 Klassen, das ist eine Hausnummer, 45 gibt es insgesamt und insbesondere zielt der Schutz wirklich auf alles ab, was man sich so als Merchandise im Zusammenhang mit dem Oktoberfest vorstellen kann. Dazu gehören unter anderem auch Bierkrüge, ja, also Bierkrüge dürfen demnach eben nicht mehr unter der Bezeichnung Oktoberfest vertrieben werden. Da gehören aber auch andere Dinge zu, von Seifen über Kreditkarten bis hin zum Uniformverleih, ja, alles dabei, aber eben auch eben Wiesenkrüge, Schlüsselanhänger, Taschen, Geldbörsen, Aschenbecher oder eben andere Dekorationsartikel. Ja, das Ganze geht dann weiter, wird sogar ein bisschen elektronisch, DVDs, Handyhüllen, Spiele gehören glaube ich auch dazu, also Games, geht alles nicht mehr. Auch typische Dirndl oder Lederhosen, ja, das ist ja wirklich relativ naheliegend, dürfen also dann in Zukunft nicht mehr so ohne weiteres als Oktoberfest-Dirndl oder Oktoberfest-Lederhose vertrieben werden, weil das eine markenmäßige Benutzung darstellen würde und dann gleichzeitig eine Markenverletzung zulasten der Landeshauptstadt München. Interessanterweise erstreckt sich der Schutz allerdings nicht auf Dienstleistungen der Klasse 41. Da sind all die Sachen zu Hause, die mit Veranstaltungen umschrieben werden könnte, Volksfeste, Partys etc. Da hat die Stadt München offensichtlich keinen Schutz für bekommen. Und damit kann man das auch direkt vorwegnehmen, dass es durchaus zukünftig noch Oktoberfeste an anderen Orten geben darf. Zumindest stellt das hier in diesem Kontext keine Verletzung der jetzt gerade eingetragenen Marke dar. Übrigens auch keine Eintragung für Bier. Ja? Es sind zwar, glaube ich, ein paar Lebensmittel und Getränke dabei, Bier ist es aber nicht. Das heißt, auch wenn ich den Bierkrug nicht als Oktoberfest-Bierkrug vertreiben darf, das Bier schon. Und deswegen durfte ich zu Anfang dieses Videos auch vom Oktoberfest-Bier sprechen, mal losgelöst davon, dass das Ganze ja hier keinen Vertrieb eines Bieres darstellt und ich nicht tatsächlich zum Bierbrauer geworden bin. Aber ich denke, da hinkt der Schutz der Marke dann doch ganz gewaltig, weil da kann ich mir vorstellen, dass das somit das Hauptaugenmerk gewesen sein mag, Schutz in Klasse 41, denn darum geht es ja eigentlich, das Fest als solches irgendwo exklusiv unter der Bezeichnung durchführen lassen zu dürfen. Damit ist die Landeshauptstadt München eben nicht durchgedrungen. Ja, was droht mir nun, wenn ich dieser Marke zuwiderhandle? Ja, die Stadt München kann Abmahnung aussprechen, kann also ein Unterlassen verlangen, Abgabeunterlassungserklärung einfordern, dass ich eben zum Beispiel den Bierkrug oder auch den Aschenbecher nicht als Oktoberfest oder unter der Bezeichnung Oktoberfest vermarkte. Das nimmt dann seinen ganz normalen Weg, inklusive Kostentragung für eine Abmahnung, also die Abmahnkosten, aber auch Auskunftserteilung darüber, also Verpflichtung zur Auskunft, wie viele Verkäufe ich denn gemacht habe unter der Bezeichnung, was ich an Gewinnen darunter erwirtschaftet habe. Und im zweiten Schritt könnte dann die Stadt München Herausgabe eben dieses Gewinnes als Schadensersatz von mir verlangen. Also da kann man dann die ganze Klaviatur des Prozessrechts spielen, wie es mit allen anderen Marken auch denkbar ist. Also da ist ein großer Anwendungsbereich. Die Stadt München selbst sagt ja, man will vor allen Dingen
gegen irgendwo Piraten, Markenpiraten quasi vorgehen oder eben Trittbrettfahrer, die sich einfach so ein bisschen beim Merchandise an dem Volksfest anlehnen wollen. Und da will man einfach eine Handhabe haben. Und da muss man auch sagen, klar, das Markenrecht ist dafür gemacht. Und wenn das Markenamt einem Schutz zuspricht, dann darf man es natürlich auch entsprechend ausüben und vollstrecken. Und das ist Sinn und Zweck, dass man quasi sein Exklusivrecht dann auch verteidigt. Ja, besondere Vorsicht gilt dabei auch für Anbieter von Reisedienstleistungen, denn auch dafür ist die Marke eingetragen worden. Man muss das jetzt, denke ich, in jedem Fall einzeln halt prüfen, ob jetzt wirklich irgendwo hier eine markenmäßige Verwendung der Begrifflichkeit Oktoberfest vorliegt. Ja? Weil das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir da einen Verstoß dann auch haben. Wenn also ein Reiseanbieter einfach nur eine Reise zum Oktoberfest nach München anbietet, ja, dann ist das keine markenmäßige Verwendung, denn das ist beschreibend. Ja? Und ich muss natürlich nach wie vor auch die Bezeichnung Oktoberfest verwenden dürfen, um auf das eigentliche Volksfest hinweisen zu können. Aber ich darf eben jetzt nicht von Oktoberfestreisen sprechen. Ja, das ist einfach so ein bisschen auch die Frage, wo ich die Bezeichnung platziere, wie ich meine Anzeige oder meine Werbung formuliere. Das hatten wir auch schon mal mit den Black Friday Marken und entsprechenden Angeboten. Ähnliche Thematik. Ich kann also nach wie vor auch Waren und Dienstleistungen durchaus und mit der Bezeichnung Oktoberfest vertreiben, für die jetzt der Markenschutz greift. Aber ich darf es eben nicht voranstellen, ich darf nicht das Ganze markenmäßig tun, sondern ich muss darauf achten, dass ich einfach ja, eine Bezugnahme zum eigentlichen Ereignis herstelle und das Ganze nicht als Herkunftshinweis formuliere. Ja, trotz dieser markenrechtlichen Feststellung ist ein wenig Vorsicht nach wie vor geboten in all den Fällen, wo ich ja mehr oder weniger bewusst so eine Rufausbeutung vornehmen möchte. Das ist nämlich jüngst auch entschieden worden vom Landgericht München, dass die Formulierung oder die Werbeaussage Oktoberfest goes Dubai, ja, dass das eine Irreführung sei, eine Rufausbeutung, also ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß, Wettbewerbsverstoß, weil da die angesprochenen Verkehrskreise so das Gericht an der Nase herangeführt werden und eben der Irreführung unterliegen, dass jetzt vielleicht das Original Oktoberfest auch in Dubai von den eigentlich Münchner Veranstaltern quasi durchgeführt wird. Also da hat man wettbewerbsrechtlich schon so ein Stück weit das als Herkunftshinweis auch für Veranstaltungen anerkannt. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen was anderes. Da muss man wirklich sehr genau schauen. Da müssen ein paar Dinge zusammenkommen. Da reicht sicherlich nicht aus, dass alleine die Bezeichnung Oktoberfest im Raume steht, sondern da muss wirklich gerade dazu angelegt sein, auch eine Irreführung herbeizuführen, also zielgerichtet sein. Und ja, das war in diesem Fall so gegeben, so das Gericht. Also ganz so einfach ist es also in Zukunft nicht. Aber das hat ja auch nichts mit der Marke jetzt hier zu tun. Das galt auch vor der Markeneintragung so gesehen schon. Und hier wollten wir uns ja primär mit der Marke beschäftigen. Und da ist eben, wie wir gerade gesehen haben, festzustellen, dass es anders als bei dieser Ballermann-Marke, von der ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, die insbesondere für Veranstaltungen und Partys als Marke eingetragen wurde und deswegen eben nicht so ohne weiteres Ballermann-Partys veranstaltet werden durften, ist das hier bei der Oktoberfest-Marke durchaus anders. Ja. Soweit zur Oktoberfestmarke. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Falls ihr unsicher seid, ob das, was ihr bisher unter Oktoberfest gemacht habt, zukünftig noch erlaubt ist, sicherlich kann man auch über Lizenzierung nachdenken und die Stadt München entsprechend ansprechen. Kostet halt Geld. Kann ich mir persönlich durchaus vorstellen, dass das möglich ist und dass man dort ein bisschen von Fall zu Fall entscheidet und jetzt auch immer ein bisschen guckt, wie man das Ganze auch monetarisiert. So ist das nun mal. Aber falls ihr erstmal überhaupt geprüft haben möchtet, ob das, was ihr dort macht, die Marke berührt oder ob das nicht vielmehr eben eine beschreibende Verwendung ist, die ihr dort ja, die hier vorliegt, dann kontaktiert uns doch einfach. Wir schauen uns das gerne an. Mein Team und ich stehen euch da gerne beratend zur Seite. Und selbst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und eine Abmahnung dann tatsächlich ausgesprochen wurde, auch dafür stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Kontaktiert uns einfach und ja, für all die, die das nicht betrifft, bleibt uns gerne treu, freut euch aufs nächste Video und lasst uns gerne ein Abo da.